Moin Moin, herzlich willkommen. Seit langer Zeit nehmen wir mal wieder ein Video zusammen auf, der Max und ich. Wir wollen heute einfach mal versuchen, das Level zu umgehen. Beziehungsweise, ich lasse mich einfach von Max ziehen durch die Kathedrale. Und gucken, ob wir dann einfach auf Stufe 3 stellen können. Und dann später vielleicht sogar auf Stufe 4. Ob das funktioniert, wie weit das funktioniert, seht ihr einfach in dem Video. Kleinen Zusammenschnitt gibt es davon. Viel Spaß dabei, bisschen Musik dabei. Okay, hier werde ich gerade jetzt Spaß. sterben. Wo ist denn der letzte Hannebumble? Da ist er. Wiedersehen. Ich bin nicht gestorben. Nice. Ah, ich warte mal kurz hier im Raum, ne? Macht das. So. Aber gefühlt bin ich irgendwie der Meinung, dass mein anderer Skill-Setup mit Trampeln ja cooler und Oh, ja. so viel Legos. Das war's? Cool, ich darf looten gehen. Ja. Jo. Drei Legos gefunden, die ich an die dran kann. Alle 41 und 42. Soweit, so gut. Und dann dürft ihr jetzt an der Statue theoretisch läutern gehen, ne? Probieren wir das mal aus. Aber wie gesagt, es wird funktionieren, aber es bringt dir halt nichts. Nein, das, so in dem Sinne bringt es ja auch nichts, das ist richtig. Hallo, Statue, jetzt. Wählen. Annehmen. Max muss bestätigen. Ja, sehen die Mobs auf Stufe 100, auf 53. Super. Und so kommt man ganz einfach mit Stufe 9 auf Stufe 3. Bringt du durch das gar nichts, das ist korrekt. Aber ich sag mal so, jetzt durch den einen Dungeon hat man knapp 10 Level gemacht. Ja? Wenn man jetzt noch die Elixiere mitnimmt, die man eh die ganze Zeit findet und sich reinhaut, ne? Ich weiß nicht, wie viel Elixiere man stapeln kann, ob man die stapeln kann. Also einen kannst du nehmen, hast du 5% mehr, ne? Vielleicht gibt es noch durch die Edelsteine irgendwie einen Boni, keine Ahnung, ja. Auf alle Fälle kann man pro Dungeon, sag ich mal, roundabout 10 Level machen. Ja, würde ich jetzt hochrechnen. Sagen wir, das sind so 5 Level. Müsste mal 10 Dungeons gezogen werden, wäre man Level 50. Theoretisch, roundabout. Vielleicht erhöhen wir das auf 15 Level, 15 Dungeons, dann wäre man durch. Ich glaube, viel schneller. Weiß ja, kannst du jetzt hier, doch, du kannst doch alles mitnehmen, ne? Also theoretisch kann ich jetzt hier alle Baumdinger mitnehmen. Ich kann ja die, also theoretisch könnte man die grausigen Gaben, 5 Stück, die Dungeons machen, ne? Und du kannst das abgeben, kriegst natürlich auch nochmal Zusatz-XP. Ja, das könnte man jetzt zusätzlich machen, um das Ganze noch zu verschnellern und zu erhöhen, aber viel einfacher als so gezogen zu werden und so zu leveln, wird man es nicht hinkriegen momentan, außer selber zu leveln. Ja, meine Meinung. Richtig. Soweit funktioniert's. Was ist eure Meinung? Klappt das? Funktioniert das? Sollte man das tun? Soll man das nicht tun? Sollte man das vielleicht noch auf die Spitze treiben? Mit welcher Stufe 4 dann? Ich glaube nicht, dass Max mich schon direkt in den nächsten Dungeon ziehen könnte. Das kannst du total in die Tonne treten. Weil der ist erst ab 70 eigentlich freigeschaltet. Also der war mit Level 60 schon extrem knackig. Ja. Komm dann wieder, wenn ich 80 bin. Ja, oder wenn ich meinen Weltstufe 4 freigeschaltet habe, probieren wir das mit dem dritten Mann, dann ziehen wir den da durch. Dann probieren wir das Ganze nochmal, aber soweit der Status Quo zu Update. Das funktioniert, sag mal, roundabout mit 10 Dungeons gezogen werden, seid ihr Level 50 und könnt euch den Twink frei gemütlich weiter skippen, weil die Paragon spielen, ach, dauert ein bisschen, ne?
Gut. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.